Nisthöhlen gibt es aus vielen Materialien. Von einem Zuschauer des MDR-Gartens stammt die Idee, eine Kokosnuss zur Nisthöhle zu machen. Zuerst unten ein Wasserabzugsloch und oben zwei Löcher zum Aufhängen bohren. Die Kokosmilch abfließen lassen, mit einem Kreisbohrer ein ca. 30 mm großes Loch bohren. Das Fruchtfleisch lässt sich am besten mit einem Stechbeitel lösen. Wer will, kann auch noch eine zweite Kokosnuss aufsägen. Das kostet etwas Kraft, denn die Schale ist sehr hart. Die große Öffnung dient als Futterplatz, das Kokosmark als Futter. Aus dem abgesägten Teil erhält die Nisthöhle ein kleines Dach.